Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode hier im Road to Commander. Wir sind hier Nuketown frei für alle gejoint und ich würde sagen, ah, da habe ich keine Scar-Klasse gerade drin. Ah ne, die habe ich letztes Mal rausgemacht. Stimmt, egal, Remington, let's go. Ja, nächste Folge ist am Start, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mich jetzt nicht wirklich eingespielt, aber scheiß drauf. Oh jawohl, das war ein schöner Headshot. Ihr müsst wissen, Leute, ich zocke quasi gerade echt nur fürs Road to Commander BO2. Ich habe die letzte Zeit komplett nur Fortnite richtig gesuchtet, die letzten Tage wirklich geisteskrank gesuchtet. Und wo bist du? Hä, ist er gestorben? Ist er durch eine S-Mine gestorben? Anscheinend. Und deswegen verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht hundertprozentig eingespielt bin. Gezockt habe ich zwar schon, wie gesagt, aber halt eher Fortnite die letzten Tage. Wirklich, ich hätte es nie gedacht, dass es mir so einen Spaß macht. Vielleicht ist das ein kleiner Real Talk hier. So einen Spaß macht, Fortnite zu spielen, ohne aufzunehmen, ohne alles, einfach nur so für mich. Das hätte ich auch direkt am Anfang so machen sollen. Ich hätte nicht am Anfang direkt aufnehmen sollen, vor einem Jahr, sondern ich hätte direkt erstmal für mich spielen sollen, fürs Feeling so. Hey, what the hell, wie bist du denn so schnell weggekommen? Genau, Leute. Oh, krass, die einzige Waffe, die ich hätte holen können, oder M16, nur diese beiden Waffen. Oh nein. Ach, Mann, Remington ist echt schlecht. Nee, das braucht man gar nicht so machen. Der wird sie so haben wollen. Ich weiß ganz genau, wird sie so haben wollen. Genau, dieses Genießen einfach, dieses Zocken auf entspannter Basis, das ist halt einfach zu geil. Und dementsprechend hatte ich einfach Spaß die letzten Tage damit. Ist so gut, ey. Ich spiele wie so ein ekliges Schwein. Dass es immer noch klappt im Jahr 2019. Geilen die immer noch so hart auf Vorräte. Das ist doch nicht mehr normal. Das gibt's doch nicht, Alter. Sind die dumm? Warum seid ihr so gierig, Alter? Ja, okay, es war klar, dass mich jetzt einer holen wird. Was mir auffällt ist, das Aim ist in Fortnite, weil ich halt auf dem PC auch spiele, wisst ihr ja. Es ist halt alles was ganz anderes. Es war im Übrigen kein richtiger Turn-on, weil es ein Hitmarker mit Remington war, da kann man eben nicht viel machen. Genau. Ich bin mal gespannt einfach. Digga, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier sogar noch dran komme langsam. Alter, ist der schlecht. Ja, gut, mit Remington, das ist natürlich falsche Wahl, ne? Ist ja klar. Boah, er erkennt aber die Spawns. Die Spawns, die sind ihm, sage ich jetzt mal, bekannt. Ja, klar. Sterbe ich natürlich auch nochmal durch die Hellstorm. Okay, machen wir mal richtig jetzt. Achso, ich habe Feuermodus noch nicht an. Jetzt ist es an. Okay. Ist schon eine ganz geile Waffe. So. Kriegen wir das Comeback noch hin? Wird schon schwierig. Müssen wir jetzt wohl hier lang? Ja, ist schwierig. Den nehmen wir mal mit. Konterdrohne. Rechts oder links. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Glück habe, ist da einer gespawnt. Und hier kommt noch einer. Okay, der ist ja außen. Come on. Ach komm, Digga, als ob der das jetzt getroffen hat. Ja gut, hätte ich die ganze Zeit mit Chikong gespielt, ist denke ich mal klar, wer hier gewonnen hätte. Ich habe den Esmin-Reflex aber noch drin, als ob ich noch nie was anderes gemacht hätte. Very, very nice. Okay, wo bist du, Digga? Hier. Ohohoho. Okay. Zum Thema Klicks und so wollte ich auch mal kommen an der Stelle. Ich denke mal, es ist so gekommen, wie wir es erwartet haben, dass das Road to Commander halt irgendwann keine Sau mehr interessiert. Aber, wobei, was heißt keine Sau, immer so 40.000, 50.000 ist schon nicht so schlecht. Also, es ist jetzt nicht katastrophal. Ich freue mich halt, ich weiß halt, für wen ich es mache. Ich wüsste halt auch bei dieser Serie, das habe ich auch meinen Kollegen schon erzählt, ich müsste jetzt nicht Thumbnail und Titel machen. Ich könnte jede Folge einfach nur nennen, RTC, Folge so und so. Und ich glaube, die hätten alle exakt gleich viele Klicks. Weil ich glaube, es ist einfach heutzutage völlig egal, wie man so ein BO2-Video nennt. Ich habe einfach so meine OGs, die gucken das. Und das seht ihr halt. Aber ich wollte euch schon mal Bescheid sagen, ich werde wahrscheinlich auch in naher Zukunft auch nochmal Fortnite-Videos und so machen, weil ich einfach Bock habe, nochmal anzugreifen, was das angeht. Aber erstmal machen wir das RTC zu Ende. Alter, einfach noch so drangekommen hier in der Lobby, ist schon lustig. Weil ich weiß nicht, ob man in FFA, ob man hier levelt oder nicht. Ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Auf jeden Fall hier müsste
müsst erst, warte mal, ich hole mal ganz kurz meine Wasserflasche. So. Und ja, ich weiß, meine OGs gucken das hier, die schon wahrscheinlich seit Jahren dabei sind. Ich hoffe, euch gefällt die Serie. Ich hoffe, ihr habt jeden Tag was zum Schauen, was euch gefällt. Ich muss aber sagen, ich fühle zurzeit einfach Fortnite viel mehr zum Spielen. Ja, ich meine, das ist ja nichts Schlimmes, kann man ja sagen. So, nochmal frei für alle. Ich spiele eigentlich ziemlich selten frei für alle. Hab ich glaube, ich habe auch nicht einen Nuked Out in meinem Leben, kleiner Fun Fact. Ich habe nie einen Nuked Out geschafft. Ah, ist klar, Digga. Weil ich einfach ja nie drauf gespielt habe. Also wirklich, ich habe so wenig Spielzeiten frei für alle. Das ist richtig lächerlich eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach hier in Nuketown reingehe und eben meine Nuked Out erspiele. Halte ich gerade für unwahrscheinlich. Aber ein paar FFAs gewinnen hier, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Ich wüsste nicht. Wobei auf Nuketown ist ein bisschen random, sonst wüsste ich eigentlich nicht, wie ich nicht gewinnen soll. Weil FFAs. Ja, also so ein 30 zu 11 oder so sollte man schon hinkriegen, ist so meine Meinung dazu. Aber wir können ja mal kauen wahrscheinlich, oder? Dieser müsste erst, ich hoffe, dass er nicht gehackt hat eben. Mit seiner SVU, die er da gezockt hat. Mal schauen. So, come on. Let's get it, boys. Let's get it, boys. Okay, direkt erstmal den Feuermodus aktivieren. Ich muss schon sagen, die G-Com mit Feuermodus, das macht auf jeden Fall Laune. Da kann man sich nicht beschweren. Wir sind auch hoffentlich bald Level 44 und sind es noch 20 Folgen für dieses RTC. Also mir kann keiner mehr vorwerfen, ich mache nicht, was mir Spaß macht auf YouTube. Das kann mir keiner mehr vorwerfen. Weil das habe ich ja jetzt eindeutig bewiesen. In dieser Serie hier. Weil ich einfach Bock drauf hatte und immer noch habe. Ich freue mich auch immer auf die Aufnahmen, muss ich ehrlich sagen. Also ich freue mich auf die Sessions. Darf ich nur nicht zu ängstlich werden jetzt. Ich weiß nicht, ob der hier reinkommt. Mann, wieso knifen die denn hier alle so viel? Die wollen alle so viel knifen hier. Oh, ja, dieser Mist erst spawnt natürlich auch noch da, Digga. Na komm. Ey, fuck nicht ab, Mann. Wir müssen auch mal sehen, wie niedrig die Einnahmen sind hier in der Serie. Das ist so lustig. Ich glaube, ich könnte für das, was ich pro Folge bekomme, könnte ich auch, ich weiß nicht, an der Kasse arbeiten. Wobei natürlich der Stundenlohn etwas besser ist, aber nur damit ihr das einfach mal wisst, dass diese Serie wirklich ein Herzensprojekt ist. Ich weiß, wenn man sowas betont, dann denken die Leute immer, dass man lügt, weil man ist einfach so als Mensch, ihr kennt das doch, wenn jemand auch zu euch sagt, ich bin kein Lügner, dann denkt ihr sofort, er ist ein Lügner. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich neige dazu, solche Sachen hin und wieder mal zu betonen, wenn es halt einfach so ist. So. Er ist der Beste. Movement des Grauens, der alte Knife Run. Er will sein Messer 2019 noch auf Diamant spielen, pass auf. Okay, wo ist der Dude? Ist er hier unten? Soll man nachladen? Ja, sieht gerade gut aus, punktemäßig. Könnte ein epischer Sieg werden, Kappa. Hä? Ja, hier bist du. Chill out, Dog. Spawnt sowieso da. Diese LMG-Camper, die sind so gefährlich, ne? Weil der Typ hier. Guck dich das an, Mann. Der kann nichts, aber kann ihn trotzdem so anschießen. Ich wusste es. Ah, der Sniper ist wieder. Warte, das war doch ein Sniper, der mich geholt hat, den einfach war's. Das wäre sonst gewesen, ja. Okay, da oben ist einer. War so klar, dass du runterspringst. Und hier ist auch noch einer. Ah, war klar. Irgendwer muss den ja geflasht haben. Na, ja, vielleicht wird es sogar knapp, mal schauen. Boah, dieser Salvo, der sweatet wirklich um seine Mutters Familienehre. Okay. Come on, let's do this. Und der wird mich nicht snipen, weil ich es einfach nicht einsehe. Feindlicher Blitzschlag, da bleiben wir mal schön drinnen. Nehmen den nochmal mit 20 zu 15. Okay, so, jetzt spawnen die wieder hier hinter mir. Oh mein Gott, ich habe ihn einfach nicht gesehen, ich Blinder.
Jo, du bist ein OG, Alter. Mann, du Camper. Camp bitte noch ein bisschen mehr. So krass, ne? Ich schwöre euch, pushen bringt einfach so viel mehr als nicht zu pushen. Das ist so krank. Pushen ist einfach so, du hast diesen Überraschungsmoment einfach voll bei dir. Digga, der spielt auch mit schnell ziehen, schnell einfach schafft. Der Salvo, der will das hier unbedingt gewinnen, Freunde. Der will den Sieg aber unbedingt, den epischen. Nein. Ich wusste, dass Salvo Zweiter ist. No look. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man hier überhaupt. Kriegt man hier irgendeinen fetten Bonus oder so in dem Modus? Ich weiß es nicht, ey. Ah, nein. Jetzt verliere ich das Ding auch noch. Ich glaube es nicht. Das ist so eine Szene, da kriegst du einfach so viele Tore, du kannst nichts machen. Guck mal, hier sind drei Gegner. Ich wusste, er ist hier direkt. Noch zwei Kills brauche ich. Normalerweise safe. Erst da jetzt nicht gespawnt, oder? Okay, den Win habe ich aber. Den Win habe. Also da müsste jetzt schon. Wenn ich jetzt nicht gewinne, dann ist vorbei das RTC. Okay. Okay, 30 zu 14. Na, ich habe 30-11 gesagt. Jetzt kriegt man halt 3000 Punkte. 1000 Punkte Spielbonus. Also auf die Art und Weise wird das RTC noch 30 Folgen dauern. Ah, so. Zum Wohl, Freunde. Was mich halt in Fortnite übelst aufregt, ist jetzt, was dieser neue Patch halt, ne? Dieses mit, dass jetzt die Mats wieder raus sind und die 50 Leben, die man dazu bekommen hat. Das muss nicht sein, ey. Das hat mich echt übelst geärgert, muss ich sagen, weil das nervt einfach krass. Das war einfach so eine Sache. Ich fand das so geil. Das waren einfach so, das hat für mich das Spiel richtig geil gemacht, habe ich ja auch sogar erzählt. Und dann wird man halt quasi sozusagen mit einem so in den Rücken gefallen, in Anführungszeichen. Das hat schon hart genervt. Ich könnte natürlich auch C4 rausnehmen ohne Plünderer. Wann habe ich denn endlich. Oh, warte mal, vielleicht habe ich jetzt Plünderer. Hardliner Kugelweste. Extra Gear 2. Ne, habe ich noch nicht. Da kann ich mit drei Aufsätzen spielen. Und zwar mit schnelles Magazin und Karo. Ja. Express frei für alle. Vielleicht können wir ein bisschen Sound auf Sound mal gehen, Freunde. Machen wir ein bisschen lauter. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Auf dem Hauptkanal kommt in ein paar Tagen noch eine neue Roomtour, weil hier hat sich einiges geändert, gerade hinter der Kamera. Richtig nicer Stuff, ey. Freut euch auf jeden Fall drauf. Würde ich mich freuen, wenn ihr das vorbei, wenn ihr da vorbeischauen würdet, Freunde. Ansonsten checkt mal die Links in der Videobeschreibung. Vielleicht ist da ja auch was für euch dabei. Man kann ja nie wissen. Checkt's mal ab. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal. Für alle. Oh, ich glaube, das ist sogar ein guter Spot hier. Wenn jetzt hier nicht so, wenn die jetzt nicht tryharden, die Jungs, dann könnte es hier echt ein stabiler Spot sein. Gucken wir mal. Man braucht halt die Drohne direkt am Anfang, um hier irgendwas zu reißen. Ab jetzt darf ich nicht mehr sterben, sonst kann ich das Gameplay schon nicht mehr machen, wenn ich auf Nuked Out spiele. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Ich habe halt so wenig Ahnung von Frei. Ich werde eh jetzt sofort sterben. Gucken, wie es passiert. Das ist die große Frage. Okay, die Drohne will ich haben. Wahrscheinlich ist er jetzt genau gekommen. Okay. Oh mein Gott, der Knife Runner. Das wäre big gewesen. Okay, keiner kommt hier. Wir müssen jetzt hier laufen. Als ob der links läuft. Das macht so absolut keinen Sinn, dass er links läuft. Ich wusste es. Es war eh klar. Es war sowieso klar, dass das jetzt hier kein Nuked Out wird. Mein erstes Nuked Out in meinem Leben, einfach so. Ich glaube, ich spiele es mal schlau weiter. Als ob du tot bist. Er hat ihn echt geholt. Mann, das Ding ist so ein Scorpion-Evo-Spast, ey. Das versaut halt so eine Lobby. Dann bist du gut, Digga. Bring es mir bitte mal bei, das Game.
Wo ist der gespawnt? Wahrscheinlich ist hier keiner gespawnt, oder? Aha, da hinten. Man muss hier halt so patrouillieren, ne? FFA ist eigentlich in manchen Spielen, zum Beispiel in MW2, da war FFA absolut mein Lieblingsspielmodus. Boah, der war mit zwei Hits komplett down, aber nicht mal ein bisschen, sondern komplett. Aber ja, ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen, MW2. Ich muss komplett schnell weg, hinter mir ist einer. Guck mal, das nervt so hart in Frei für alle. Diese Tode sind so unnötig. Hinter mir ist einer. So unnötig, ey. Schockladung, lass mich mal in Ruhe. Der ist da gespawnt, juckt ihn aber nicht. Jetzt kann ich hier schon wieder pre-aim, oder? Oder hinter mir ist einer. Diese Gänge, das ist, ich dachte, das wäre viel einfacher. Aber Express scheint nicht so eine einfache Map zu sein. Der war mit einer Kugel da. Der nächste kommt doch jetzt sowieso schon. Und die droppen so schön schnell, das macht so Spaß. Ich glaube, ich bin Host oder so. Das ist ja wirklich geisteskrank, wie schnell die droppen. Naja, okay, da kannst du nichts machen. Gegen, alter, Fortune, das ist noch ein Clan gejoint. Okay, okay, chill out, Dog, chill out, Dog. Hat der meinen Spawn predicted oder was? Der. Er kennt die Spots. Ich weiß gar nicht, wo die hier spawnen. Ich weiß gar nicht, was eine gute Map ist für Nuked Out. Der kommt sowieso hinterher, der Gierige. Boah. Mr. Scorpion Evo. Ich wollte gerade sagen, noch einer kann unmöglich hier sein, aber doch, natürlich. Alles ist möglich. Guck mal, Drohne ist echt geil, Mann. Drohne ist halt echt super entspannt. Hat der Remington in der Hand gehabt? Alter. Der hat aber schneller auf die Remington gewechselt, als ich gucken kann. Pre-aimt mich einfach. Guck mal, Drohne ist entspannt, ey. Sollte ich auch Orbia spielen können? Den Spot merke ich mir für die Zukunft. Noch einer? Hallo? Ja. Okay. Ah, 29,8, ein Kill noch. Oh, jetzt wird. Oh, nee. Das wird schwierig, glaube ich, weil der Typ mit der Scorpion hier ist. Bleib mal stehen, Digga. Nicht umdrehen, bitte. Ah, ich sag ja, das war's. Verliere ich wahrscheinlich. Ey, das gibt sich, dass es sogar wirklich der Typ ist, ne, der hier wiederkommt. Wieder der Typ mit der Skorpion. Unfassbar. Unglaublich, Freunde. Aber mehr Spielbonus bekommen, warum auch immer. Ich weiß es auch nicht. Ja, Leute, danke fürs dabei sein. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Würde ich mich freuen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.